Sublevel 7, mysteriöses Gebiet. Oh, das sieht riesig groß aus und ich kann mir denken, oh, wohnt hier der Fisch? Bitte nicht. Ich höre ihn schon. Wo bist du? Boah, er ist gleich hier. Okay, Moment, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Du Typ. Wir machen das ganz geschickt. Ah, du stehst hier an der Kante. Das ist blöd. Das ist egal. Wir möchten diese Bombe an dich ranschieben. Komplett egal, ob wir Schaden kriegen oder nicht. Vorsicht. So, wie ihr euch denken könnt, ist der für unsere Pikmin relativ gefährlich. Sehr schön. Das war viel Schaden. Vorsicht. Und diese Geschosse sind so unglaublich schlecht berechenbar. Aber der Schaden ist echt ein Witz. Also, ich meine, er macht keinen quasi, aber ich glaube, Pikmin gehen dadurch trotzdem drauf. Au. Okay, so, das ist sehr schön. Perfekt. Jetzt möchte ich bitte noch, dass du diese Bombe abkriegst. Oh, ich krieg's aber. Oh, jetzt haben sie viel Schaden gemacht. Das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass das manchmal die Druckwelle erzeugt. Die sind gefährlich, diese zum Beispiel. Manchmal machen die nichts. Wobei das. Das hat auch nicht die Bombe getriggert. Ich bin mir nicht so sicher, wann die gefährlich sind und wann nicht. So. Auf jeden Fall sind wir den Fisch jetzt gleich los. Hätte ich gedacht. So, sehr schön. Okay. Sehr gut. Und wie ihr sehen könnt, ist die Lebensanzeige von dem Typen immer noch da. Das Problem ist nämlich, er regeneriert sich. Und wenn die Leiste wieder voll ist, steht er einfach auf und ist wieder da. Darum müssen wir ihn so schnell es geht wieder zurück zu dieser komischen Kuppel hier bringen. Dann ist er nämlich komplett aus dem Spiel. So. Ich kann mir nicht denken, dass das alles war. Oh, das ist noch so einer. Ich würde die Bomben gerne übrig lassen. Für genau den Fall, dass halt so einer. Oh, der steht. Oh nein, ich hab's befürchtet. Der steht auf so einer Plattform. Das heißt, der kommt da nicht runter. Wir können ihn also nicht in Bomben locken. Wir könnten den rüber locken, aber das ist natürlich sehr riskant. Flieg mal günstiger. Das ist günstiger. Mist. Okay, kommt bitte alle mit, alle mit, alle mit, alle mit. Okay, bitte flieg nicht so blöd, dass wir dich nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Diesen mal los. Okay, kümmert euch mal bitte um den. Den dürft ihr gerne mitnehmen. Warum habt ihr das gemacht? Das ist total riskant. Macht das nicht. Ach, die sind bestimmt nicht beim Tragen mitgekommen und wurden zurückgelassen und dann haben sie sich gedacht, hey, hier ist eine Bombe, hauen wir mal drauf. Das ergibt natürlich unglaublich viel Sinn. So, wir warten hier. Macht ihr Unfug? Olimar, kümmere dich bitte mal um die ganzen Schafe hier. Louis, macht mal kurz dieses Ei hier kaputt. Ich würde gerne wissen, was da drin ist. Vielleicht ist ja was Sinnvolles drin. Nope. Das ist nicht sinnvoll. Und da hinten ist noch ein Ei. Probieren wir mal unser Glück. Na? Was vermag drin sein? Vielleicht ein schönes Spray? Natürlich nicht. Alles doof. Da hau sogar nicht die Bomben an. So, und jetzt dürfen wir uns um diesen lustigen Typen kümmern. Ah, das wird blöd. Bevor wir das machen. Oh, manchmal verstehe ich nicht, warum Pikmin einfach bei uns sein wollen. Wisst ihr, da begeben wir uns in die größten Gefahren und dann kommen die einfach mit. So. Wenn hier noch irgendwo Bomben sind, muss ich die als erstes wegmachen, weil sonst wird dieser Gegner die Hölle. Okay. Da ist auch noch ein Schatz. Das sind sogar zwei. Was haben wir denn da? Boat Cliff. Und es sind Sardinen. Gut. Moment, das haue ich auch noch an. Das haue ich auch noch an. So, wie mache ich das?
Ich verstecke mich erstmal hier. Und du nimmst mal bitte nur die lilafarbenen mit. Weil ich glaube, damit läuft das Ganze am besten. Wir könnten versuchen, ihn einzusteinern. Wenn er günstig steht, können wir ihn auch lähmen. Hm, er steht ganz gut. Nein, geht weg. Okay, wir laufen schnell ringsrum. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, ihr seid die Helden. Tragt das, tragt das. Tragt nicht den, tragt nicht den. Tragt den hier oben. Und beeilt euch. Das ist natürlich wirklich fantastisch. So. Die lassen wir alle dort stehen. Wir nehmen ganz schnell die Farben von da hinten. Die helfen uns beim Tragen. Ich hoffe, wir kriegen den hier rüber, bevor er grün geworden ist. So. Nehmt alle, die ihr habt. Ihr müsst den euch schnappen. Okay. Schnell ran, alle ran, ran, ran. Der ist schon wieder im Gelben. Das mag ich nicht. Ich denke aber, ihr schafft das. Gut, dann lasse ich mal diese 10er Glühbirne noch hier. Und wir schnappen uns noch dieses Tesa-Band oder was das ist. Mhm. Sehr schön. Gut. Okay. Puh, und dann hoffe ich mal, dass es das war. Und ihr könnt jetzt auch dem armen Gesellen noch helfen. Und wir haben nur 7 dafür gekriegt. Wisst ihr, die sind so ein Krampf, diese Dinger. Und dann bringen die einfach mal nichts. So, kommt alle her. Ah, wir haben es. Leute, das ist ein Krampf gewesen. Ganz übel. Und Olimar hat auch ein bisschen was aufs Dach bekommen. Aber es ist okay. So, wir haben 60 Geld nur bekommen. Das ist nicht viel. Für ein grimmiges Haftmittel. Weil es so unglaublich böse rot ist. Und wir haben... Sag mir bitte, es sind viel. Na? 100 bekommen, das ist okay. Für die unzähmbare CPU. Oh Mist, und es gibt noch einen Schatz hier. Okay. Ich möchte euch bitte mitlenken. Wo? Aber ehrlich gesagt, Angst, dass dann irgendwann oben noch eine Bombe runterkommt. Weil die kann ich schlecht mit dem C-Stick hier buxieren, fällt mir gerade ein. Weil hier sind überall noch Bomben. Wo? Ah, die Sardinen! Ich bin so doof, natürlich. Die Packung habe ich ganz vergessen. Das war dumm. Okay, ich schnapp gleich mal die Sardinen. Nein! Boah! Ihr habt echt Glück gehabt. Da habe ich jetzt auch gerade nichts gesagt, weil ich so angespannt war, weil ich schon Angst hatte, dass es das jetzt war mit meinem Zero Death Run. Boah, nee. Da kommt noch so eine Bombe von oben runter. Das ist fies. Na gut. Aber das war jetzt wirklich der letzte Schatz. Wir haben es geschafft. Oh, ich mag diese Höhle nicht, wie ihr euch denken könnt. Und die Höhle ist im Vergleich zu einer anderen, die noch kommt, ein Witz. Gut. Sardinen. Yay. Wunderbar. Perfekter Container. 100 von 100. Wir gehen in die nächste Etage. Puh. Okay, los geht's. Sub Level 8. Mysteriöses Gebiet. Das sieht genauso groß aus wie vorhin. Nur, dass wir genau in der Mitte gelandet sind, wie unangenehm. Aber es ist so eine Erholungsebene. Oh, wie schön. Für Lila, ne? Cool. Oh, und meine Lieblingsblume. Die uns eigentlich hier gar nicht so viel bringt, aber... nehmen wir mal ein rotes. Ihr werdet jetzt bestimmt denken, boah, das ergibt gar keinen Sinn, Mann. Aber... diese Pflanze geht sofort zu und hätten wir jetzt noch nicht 100 dabei, dann wären jetzt hier 5 Pigment aus einem geworden. Damit kann man quasi unter der Erde seinen Bestand auffüllen, falls man welche verloren haben sollte. Was wir zum Glück nicht haben. So, welche Farbe nehmen wir denn jetzt? Ich mache auf jeden Fall 5 von euch zu lilanen. Mhm. So,
aber nicht mehr. Dann mache ich halbe halbe mit euch vielleicht. Also ich meine, halbe halbe geht natürlich nicht bei einer ungeraden Zahl, aber 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Schick. So, euch stelle ich alle ab. Und dann gucken wir erstmal ganz kurz, was in diesen Eiern hier drin ist. Ein Tropfen. Ach ja, dann pflück eben erst die Lilanen, das ist okay. Stellt euch mal hier hin. Das ist schön, dass wir Lilane bekommen haben. Die sind wichtig. Okay, dann pflücken wir mal noch die. Ihr könnt euch auch hier parken. Kleiner Lilaner, komm mal bitte hier runter. Und stell dich hin. Danke. Ja, da jammern sie alle. Die haben ein schweres Leben. Wie sieht's aus? Okay. Okay. Das ist alles nur für Pikmin. Ich hätte gerne mal was für einen Kapitän. Es muss doch auch mal einen Tropfen für uns hier drin geben. Nö. Sehen Sie, wie es aussieht? Gar nicht ein. Dann überlege ich jetzt noch, welche Farbe ich jetzt noch mitnehme, um lila eine Pikmin draus zu machen. Ich glaube, ich werde wieder rot und blau halbieren. Werde ich aber gleich hier machen. 1, 2, 3. 1, 2. Alle stehen lassen, die mitnehmen. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ha. So, und dann würde ich mal sagen, Louis, die Samen, die du da gerade siehst, die können wir alle pflücken. Perfekt. So, dann versuchen wir gleich mal wieder ein paar Blumen draus zu machen. Indem wir uns da reinknietschen. Sehr schön. Ich glaube, ich muss ja eigentlich gar nicht so sparsam mit den Tropfen sein. Wir haben hier so viele. Gut, wir sind wieder komplett voll. Ich möchte nicht... Oh nein, hier sind ja überall noch welche. Kommt mal her, was soll denn das? Und ihr vor allem, ihr kleinen Nasen. Ihr seid doch alle noch Blätter. Okay, so, ist da noch irgendwas dabei? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Etage. Das war wieder schön. Und los geht's. So, Level 9. Mysteriöses Gebiet. Wir sind beim Ende. Ich wackel mit den Händen. Ihr seht das nicht, aber ich bin aufgeregt. Es kommt auch einer der ätzendsten Bosse überhaupt. Das lilane Pikmin vorne hat gerade übelst coole Gesten gemacht. Ja, da liegt er. Wir bereiten uns mal darauf vor, dass wir möglichst viel Schaden machen können. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist perfekt. Ihr denkt jetzt bestimmt, der ist voll easy. Der kriegt übelst viel Schaden. Aber der ist leider überhaupt nicht voll easy. Gut, wir haben alle dabei, die wir brauchen. Geht weg, geht weg. Geht, rennt ganz schnell. Rennt so schnell ihr könnt. Er hat zum Glück nur Louis erwischt. Boah, wir müssen aufpassen. Okay, gelb. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay, das geht auch. Okay, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Gut, 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 gut. Okay. Perfekt. Oh, er steht höher. Das ist genau das, was wir wollen. Oh, dann können wir nämlich mit einfachen Pikmin erreichen. Boah, war das ein ätzender Gegner. Oh, und wir bekommen das sinnloseste Item für uns überhaupt. Aber wir kriegen Geld. Diese mechanische Monstrosität funktioniert nicht mehr. Was für ein Glück. Ein Insekt und eine Maschine, die eine Symbiose eingegangen sind? Die hiesigen Lebensformen sind mehr als nur eigenartig. Gebietsscan wird durchgeführt. Glaskugel entdeckt. Da ist er auch gar nicht mehr so eklig, weil das Ding wahrscheinlich größtenteils eine Maschine war. So, und irgendwo gammelt noch was rum. Ah, da. Na, dann tragt das gute Stück mal schnell dahin. Und man sieht jetzt quasi schon die Änderungen. Ich finde es ganz nett, aber trotzdem ist es doof. Man braucht es eigentlich nicht. Wir haben 100 bekommen, immerhin. Für die Sternenkugel. Wenn ich diese Glaskugel mit der synthetischen Sonne kombiniere, die ich seit einiger Zeit geheim entwickle, dann
Verarbeitung abgeschlossen. Ich habe ein Sonnensystem hergestellt. Das möchte ich sehen. Das künstliche Sonnenlicht, das von ihm ausgeht, wird unterirdische Bereiche erhellen. Das sehen wir jetzt quasi, es ist jetzt bedeutend heller. Also es ist jetzt nicht mehr so finster, dass wir die Gegner teilweise nicht sehen. Das ist ganz nett, aber da gibt es bessere Sachen. Nun gut. Wir haben alles. Ich würde sagen, wir gehen endlich nach draußen. Oh, das haben wir uns verdient. Mann, war das anstrengend. Ah, wir haben eine riesengroße Anzahl an Schätzen gesammelt. Das ist schön. Und schaut euch an, wie viel Geld wir dadurch haben. Ja, das ist verrückt. Oh, Höhle erforscht. Ein Glück. Nun gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten.